So, hallo und herzlich willkommen zu FIFA 15 im Seasons-Modus. Jetzt haben wir eine Live-Session hier. In Liga 1, letztes Spiel gewonnen. Hier unten sieht es momentan noch so aus, als hätte ich drei Spiele Unentschieden gespielt, aber es läuft momentan echt gut. Also ich habe mir drei Unentschieden gekauft, weil ich wollte unbedingt aus Liga 2 wieder in Liga 1 aufsteigen. Bin ein einziges Mal abgestiegen in der Saison davor. Das wird schon passen. In drei Tagen haben wir dann den Premier Cup, das ist auch in Ordnung. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir reißen können. Ich spiele momentan mit Real Madrid. Ist meiner Meinung nach am angenehmsten mit denen zu spielen. Macht's einfach. Und irgendwie läuft's momentan. Auf jeden Fall mir ist super wichtig, nicht mehr abzusteigen. Ich hatte vorher so eine schöne Statistik. 7 Aufstiege, 0 Abstiege. Habe halt in Liga 8 angefangen. Weil ich FIFA 14 Veteran sozusagen bin. Also war damals in Liga 1. Und habe nicht in Liga 10 angefangen, sondern in Liga 8. Also so wie die anderen dann auch, die vorher in Liga 1 waren. Kommt auch einen netten Pokal noch dazu. Ja. Auf jeden Fall zurück in Liga 1. Bisschen die Statistik verhauen damit. Aber ich werde es gerade zu überstehen. Dafür läuft es mittlerweile immerhin. Ja, jetzt zieht sich. Ich hoffe, der hat eine gute Verbindung. Zumindest einigermaßen gute. Ich spiele übrigens mit der Modding Way Mod. Sodass die Werbetafeln vor allen Dingen aktuell sind. Oder original halt. Jetzt lassen wir mal schauen. Darf den Ball doch nicht so verlieren. Ich muss mich jetzt sehr stark konzentrieren natürlich. Ich habe ehrlich gesagt wenig Interesse daran, hier zu verlieren. Wobei man sagen muss, das erste Spiel ist immer das Wichtigste. Weil die ersten drei Punkte, die tragen sehr dazu bei, dass man gut ist. Danach. Komm, der läuft direkt. Der war doch nicht. Also. Wo war denn der bitte schon im Abseits? Träumt doch. Der spielt ihn kurz. Ah, schade. Okay, hinterher. Immer hinterherlaufen. Gebe ich als Tipp mit. Nicht die Abwehr rausholen, sondern schön die Spieler mitholen. Ich habe übrigens Ronaldo in die Mitte gestellt, weil mit dem läuft es besser. Also schieße ich mehr Tore. Also vor allen Dingen, weil nicht er die Tore schießt, sondern zum Beispiel Isco. Ich habe Benzema rausgenommen. Da kann nämlich nichts. So, ist vorbei. Aber nicht für ewig. Sehr gut. Jetzt erstmal nach oben. Na, der will nicht. Okay. Jetzt unten entlang. Bale. Sehr schön. Ronaldo. Macht den Pass gut. Nach oben. Komm schon. Der Pass muss doch durchkommen. Meine Fresse. Ich fasse es nicht. Ein bisschen mehr Anstellung, Jungs. Ein bisschen mehr Anstellung. Komm schon. Ah, ich hätte gedacht, er passt ihn. Shit, komm, dran. Er macht da irgendwie einen Fehler, so wie jetzt. Und ich habe wieder direkt den Ball. Schön, komm. Na, immerhin noch der. Ganz oben. Nein, den wollte ich. Da oben. Komm! Immerhin nicht im Abseits, ich habe Deckel. Aber da werden wir daraus werden können. Hätte müssen. So, ich versuche mal ranzuziehen. Na, direkt hier an den Torhüter hinten. Ja, nur ein zweiter kommt mit. Dann einfach mal in die Mitte. Mal schauen, was er mit dem Torhüter macht. Er lässt ihn auf jeden Fall drin. Wow, das ist nicht gut. Okay, ich habe ihn. Sehr schön. Gut, alles geklärt. Modric macht das schön. Und jetzt einmal nach ganz oben. Kann er den Ball nicht irgendwann auch mal konsultieren, bitte? Komm. Ah, immer in die Ecke. Da wäre nicht viel mehr drin gewesen. Ich bin schlecht im Flanken. Machen wir nochmal so wie gerade eben, ne? Na, jetzt kommt einer reingelaufen. Ihr seht, der hier. Der ist nicht packt. Aber dieses Mal bin ich noch im Ballbesitz. Ich will mal ein bisschen hinten herum. Und ganz unten steht einer frei. Aber auch im Abseits. Er läuft nicht schnell genug mit. Der spielte nie im Leben kurz. Das war mir klar. Oh, scheiße. Der kam super. Komm weg mit. Oh, Pepe. Blöde Affe, stehst im Weg. Oh, auf der Linie. Saustark. Komm, Ronaldo mit zurück.
Der geht nicht. So, da war ganz kurz irgendein Fehler drin. So, jetzt sind wir wieder da. Also, schlimm heute. Da schließt sich einfach mal FIFA. Beziehungsweise es macht sich selbst kleiner. Und zwar zweimal hintereinander. Diese Technik. Kaum hast du Windows 10 drauf, schon funktioniert alles nicht mehr. Typisch. Immer wieder. Muss ich mal schauen, was das war. Aber das mache ich später. Außer es passiert jetzt mega häufig. Aber ich kann es halt nicht direkt beim Spiel machen, beziehungsweise nur 30 Sekunden lang. Oh, Dusel gehabt. Na gut, der war im Abseits. Trotzdem Dusel gehabt. Das hätte böse enden können. Den wird er kurz spielen, ja. Wäre dem nicht gewesen, wenn nicht. Aber hier muss ich besser verlagern. Ist das wichtig mit... Oh, da schmeißt er ihn um. Da schmeißt er meinen Spieler um. Das macht er gut. Aber es ist noch nicht getan. So, direkt in die Gegenrichtung. Und unten lang. Das war nicht gut. Jetzt mache ich Bullshit. Das fällt mir. Also Minimum in Unentschieden muss hier drin sein. Besser ist er auf jeden Fall nicht. Komm. Also wirklich, die haben kein Gefühl dafür, wo sie stehen müssen. Da wird wieder kurz kommen. Und, na, da hoch. Ich habe gedacht, er spielt einen kurzen dann hoch. Er hat mir direkt eigentlich hingespielt. Ich habe nur nicht gekriegt. Was sehr unschön ist. Und mir sehr missfällt. Oh, er wird drehen. Er wird auf jeden Fall drehen. Leute, ihr steht da zu zweit. Das hasse ich an FIFA. Kriegen es einfach nicht gebacken. Oh, und dann kommt so ein Pass von mir. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe den Zugriff aufs Spiel verloren. Jetzt muss ich momentan echt verteidigen. Das wird schief laufen, bis er irgendwann sein Tor schießt. Also beziehungsweise bis dorthin wird es gut gehen, aber irgendwann wird es schief laufen. Garantiert. Er muss außen entlang. Was soll er in der Mitte machen? Schon wieder kriegt das nicht hin. Oh, das war aber knapp vorm Aus. Hey, puste ich schon das Mikrofon rein. Ich fange an zu blasen hier. Das ist ja unfassbar. Na, den will ich nicht mit drin haben. Der ist zu klein. No. Alter Schäde. Er ist besser mittlerweile. Er ist besser mittlerweile, weil ich es nicht hinkriege. Also ich kriege keinen Zugang zum Spiel mehr. So muss man es eigentlich sagen. Ich habe den vollen Zugang zum Spiel verloren. Vollkommen. Ich kenne solche Spiele. Jetzt wird es schwer, hier wieder reinzukommen. Die Halbzeit wird mir helfen. Bis dorthin muss ich überstehen. Aber bis dorthin ist es super schwer. Weil die Spieler sind jetzt deutlich schlechter als seine. Das ist einfach so. Kann mir FIFA erzählen, was sie wollen. Aber ist ja auch okay. Also ich bin ja in erster Linie bin ich dafür verantwortlich, dass sie so spielen momentan. Also ich krieg gar keinen Druck momentan mehr hin. Jetzt vielleicht. Wieder nicht. Und wieder stehen zu viele vorne. Komm mit Ronaldo zurück. Scheiß drauf. Nein, nein, ich werde dir nicht passen, Ronaldo. Du stehst immer wieder ganz knapp im Abseits. Komm, Bale. Bale! Gib mir den Scheiß-Elfmeter. Nimm mal den Eckball. Also der bisher super funktioniert. So, endlich stellen sich zweimal da vorne hin. Meine Fresse, willst du mich verarschen? Elfmeter. Ich hab's nicht mal gesehen, aber alle haben sich beschwert. Und der ist unten umgekippt. Alter Schwede, davor muss der den doch machen, Ramos. Was macht er denn? Ja, das ist einer. Aber mal sowas von. Auch wenn das sicherlich da keinen Elfmeter rausproduzieren wollte, denn wo stand ich da? Total beschissen. Puh. Den jetzt reinmachen, das würde mir deutlich helfen. Ich habe schon eine Idee, wo ich ihn hinschieße. Der ist aber schlecht geschossen. Uhuhuhu, der war sauschlecht geschossen. Ich glaube, genau deswegen ging er rein. Hei. Ich schieße extrem gerne nach rechts, muss ich sagen. Meistens schön volle Pulle rechts oben rein, dann passt es.
In dem Fall habe ich ihn super schlecht getroffen. Und genau dadurch ging er nicht rechts hoch. Und dadurch hat er ihn nicht gehalten, glaube ich auch. Oh Mann. Das war jetzt richtig viel Glück. Und insgesamt habe ich schlecht gespielt. Mein einziger Schuss war der auf der Elfmeter selbst. Hey, hey, hey. Das ist mein einziger Schuss überhaupt nicht. Mein einziger Schuss aufs Tor. Oh mein Gott, ich sehe Böses. Komm, komm da was. Der ist deutlich stärker als Casillas. Einmal oben hin. Einfach der Versuch. Komm schon, setz dich durch. Los. Komm schon, setz dich durch. Los. Ganz oben. Da bleibe ich jetzt mal dabei. Ich habe immer noch keinen Zugang zum Spiel. Aber hey. Jetzt führe ich. Und zumindest ein Unentschieden ist jetzt auf jeden Fall machbar. Aber hier wird nichts mehr mit aggressiv spielen, stark spielen und sonst irgendwas. Das kann ich hier vergessen in dem Spiel. Daraus wird auf jeden Fall nichts mehr. Missfällt mir zwar. Aber es geht nicht anders. Alter Schwede. Was ist mit dem los? Ein bisschen aggressiv heute. So, jetzt lass mal sehen. Ganz unten. Nicht im Abseits. Und nicht mehr am Ball. Eine Sache ist schön, die andere nicht so sehr. Ganz oben, ganz oben. Ich will den Spieler, ja, genau den. Bei mir fühlt sich so an, als würde ich, ich weiß nicht, durch die Gegend rutschen geradezu. Also, als wäre die Ping bei 500 Millisekunden oder so. Obwohl, ich weiß, ich habe eine 8 Millisekunden Ping. Schlimm. Schlimm, FIFA. Warum tust du mir das an? Dadurch ist es halt sehr, sehr schwer. Aber hey, ich fühle. Noch. Komm, mach ihn weg! Alter Schwede, ey. Ihr wollt mich doch umbringen. Ich überlebe dieses Spiel nicht. So ein Käse mittlerweile. Wenn ihr FIFA-Spieler seid, kennt ihr das vielleicht auch. Ihr spielt richtig gut und urplötzlich kommt so aus dem Nichts. Ein Tor, ja? Nein, das meinte ich nicht. So aus urplötzlich seid ihr deutlich schlechter, will ich damit sagen. Das bedeutet in dem Fall ich. Also keine Ahnung, aus 7 Spielen 6 Stück gewonnen und jetzt urplötzlich, boom, sowas. Und zwar alle Spiele haushoch gewonnen. 4-1, 3-1, 4-0 und so weiter. Mann, okay, der wird jetzt ein bisschen was wechseln. Denn allzu super läuft es ja bei ihm nicht. Ich hätte jetzt gerade das Tor machen müssen. Ganz oben. Mitlaufen, 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 mitlaufen. Und wieder zurück. Ja, zum Glück habe ich ihn wieder zurückgeholt. Ich wusste, er wird auf sowas. Sowas versuchen zumindest. Ja, das war knapp. Los, Ronaldo. Oh, Mann. Also der Antritt ist auch momentan echt ein Witz. Alles ein Witz. Auch, dass ich 1-0 führe, ist eigentlich ein Witz. Ich dürfte hier niemals 1-0 führen. Ich tue es auch bald, glaube ich, nicht mehr. Ich jammer mich hier das Spiel durch. Das wird heftig. Komm, raus mit. Weg. Oben entlang, Ronaldo. Komm schon. Sei einmal in deinem Leben mal gescheit nützlich. Kriegt's nicht hin. Auch der Lauf des anderen Spielers ist eine Zumutung. Ich habe auch das Gefühl, der hat 20 Spieler auf dem Spielfeld und ich habe 2. Gar nichts hin. Gar nichts. Bis sich meine bewegt haben. Alter Schwede. Hey, solange ich am Ball bin, kann er ja kein Tor schießen. Ich werde jetzt nicht anfangen, auf Ball zu Ballbesitz zu spielen. Das macht man einfach nicht. Ich ärgere mich nämlich auch immer so auf die Leute. Dann werde ich das sicherlich auch nicht machen. So, ab nach oben mit dir. Ab nach unten mit dir. Oh, das war Dusen. Da läuft einer. Kannst du doch alles vergessen, ey. Komm schon. Geht doch immerhin. Kurz spielen wäre dämlich. Das bedeutet, wir versuchen wieder das, was wir bisher gemacht haben. Komm.
Gut, auch damit komme ich eigentlich ganz gut klar. War ein wirklich schlechtes Spiel von mir. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zumindest dieses Unentschieden mitnehmen werde. Komm! Das war jetzt stark. Eigentlich wollte ich nicht direkt im Aus haben. Bin zwar ein bisschen Zeit, aber viel auch nicht. Bin ich wieder direkt. Das könnte gefährlich enden. Sehr gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das liegt an der Scheißsteuerung. Ich hab den gesehen. Ich hab ihn gesehen. Aber viel zu spät. Kick ihn einer weg, ey. Meine Fresse, ey. Ihr macht mich fertig. Meine Nerven, ey. Wirklich. Ich sag mittlerweile zum tausendsten Mal, ey. Aber es ist halt echt so. Was anderes fällt mir schon gar nicht mehr ein. Die Zumutung, was die hier abliefern. Ab geht's oben entlang. Na, immerhin mal wieder den Ball zurückgeholt. Und dann so ein Pass. Komm, James Rodriguez! Hätte dann reingemacht, wäre es gewesen. Immerhin spiele ich diesmal mal mit. Bisschen besser ist ja geworden jetzt. Na, nein, nein, nein. Wir holen keinen von hinten heraus. Wir kennen dieses Spiel. Schön zum Torhüter zurück. Und von da aus heraus. Sehr gut. Komm, Bale. Außen lang. Und jetzt schieß einfach. Könnte der mal abpfeifen, bitte? Ich wäre sehr verbunden. Weg mit. Das hält mich nicht mehr. Yes! So muss es gehen. Ganz genau so. Also nicht das Spiel, aber das Ergebnis ist... Mein Nerven, ey. Ja, also wir machen echt fertig hier. Ja, Summum, ne? Also wirklich, ey. Puh. Das brauche ich nicht nochmal. Das Ergebnis ist okay. Das ist eigentlich viel zu viel des Guten. Aber alter Schwede, ey. Wie es dazu kam. Durchatmen. Es fühlt sich einfach so an, als würde man Kaugummi steuern. Weil es ist falsch ausgedrückt. Wie man das sagen. Ja, ihr müsst jetzt eigentlich kennen, wenn die Ping zu hoch ist und ihr macht irgendwas, dann dauert es einfach. Also es ist ja diese Reaktionszeit, die Ping, zwischen dem, was ihr, also ein Controller zum Beispiel, eingibt oder eine Tastatur und dem, bis es ankommt. Wenn es zu hoch ist, dauert es natürlich und dadurch, ja, dieser Input-Lag. Input-Lag kann man eigentlich nennen. Das war unangenehm. Das war sehr unangenehm. Hey. Achso, ich hoffe jetzt, dass es im nächsten besser wird. Hallöchen. Diesmal gegen Bayern. Selbst wenn ich verliere, hey, 6 Punkte nach 3 Spielen dann, das wäre super. Aber wie immer, Minimum Unentschieden sollte schon drin sein. Spielt ganz gut bisher, habe ich das Gefühl. Nein, wo läuft Navas hin? So blöde Affe. Dem Lack. Gut geklärt. Das missfällt mir sehr. Ist mal weg. Ganz unten. Ganz unten, habe ich gesagt. Genau da. Komm, ziehen rein. Meine Fresse, was war das? Ich hoffe, er hat ihn geblockt. Okay, ich hätte ihn umgebracht ansonsten. So, da stehen einige. Kann man direkt hin. Oh, schade. Aber es war eine gute Aktion. Sowas will ich sehen. Also abgewehrt. Sonst wäre er vielleicht drin gewesen. Dann war es umso besser, die Aktion. Und schon wieder abgewehrt. Und jetzt, genau so will ich das sehen.
Und die nächste! Ecke? Nein, doch nicht. Ganz oben läuft einer, aber den peilt er nicht an. Komm schon. Dazwischen gehen. Hau ihn um. Mir scheißegal. Der bleibt jetzt erstmal ein bisschen liegen. Ja, es gibt Gelb. Das ist in Ordnung. Ich weiß. Aber einfach mal so richtig reingehen. Ist auch mitunter mal wichtig. Das hat man gesehen. Aber hätte ich zumindest sehen müssen. Hau ihn weg. Da läuft einer. Habe ich gesehen. Ah, den habe ich nicht gesehen. Aber egal. Mit dem gleichen Mann aufgehalten. Das war gut. Ronaldo gewinnt den Kopfball. Und jetzt oben lang. Komm schon. Isco, setz dich durch. Egal, mit dem Kopf. Okay, das war dann nicht so. Ein bisschen mehr hätte schon sein dürfen. Na, den Pass wollte ich eigentlich nicht. Aber hey, ich habe den Ball wieder. Komm, mach ihn, mach ihn, mach ihn doch hier! Genau so muss es. Coca-Cola. Wird sich freuen, dass ich Werbung für sie mache. Schön. So muss es. Ganz genau so stelle ich mir das vor. Ronaldo in der Mitte. Entweder er verteilt, er gewinnt die Bälle oder er schießt die Tore. Irgendwas macht er immer gut. Von daher mittig einzusetzen, erscheint mir besser. Kommt einfach öfter an den Ball. Oh Gottes Willen, was war das? Der ist einfach weggegangen. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Komm schon, Ronaldo. Okay, ich muss etwas verzögern. Das macht man dann so. Und so war es nicht geplant. Ja, verzögert ist verzögert, ne? Glück gehabt, hätte mich auch rauskantern können. Da bleibt man mit dem oben. So, ein bisschen Lewandowski aufhalten. Robben. Auf jeden Fall wird der mittig durchziehen. Oder er macht die Flanke. 1-0. Na, oh, der war schlecht. Lieber mal wegkicken noch. Bevor sonst irgendwas dabei rauskommt, was ich nicht haben will. Ganz oben. Habe ich nicht mitgerechnet, so. Zu weit. Gut groß, schlecht groß. Um Gottes Willen, du sollst einen Trick machen, um an ihn vorbeizukommen. Und nicht sowas. Ah. Das hört sich schräg an. Aber es war auch schräg. Ist ja entsetzlich. Oh Gott, Carvajal. Du Flasche. Das muss viel besser werden. Das trainieren wir nochmal. Wir gehen ins Trainingslager diese Woche. Das war für mich immerhin schon mal 1-0. Relativ früh. Es sollte eigentlich mehr Sicherheit geben. Aber bisher sehe ich noch nicht genug davon. Oh Gott, das ist ja... Nein, nicht den Spieler raushauen. Muss man sich immer wieder selbst daran erinnern. Oh, gut, noch was. Aber wenn er von da reingeht und Robben, dann darf da eigentlich auch nichts bei rauskommen. Zumindest nichts Brauchbares. Sauber gemacht. Und weg mit. Oh, scheiße, war das gut. Wie ist das denn? Wie hat das denn funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Komm, mach ihn. Ronaldo! Sehr schön. Wie hat denn das bitte funktioniert? Wollen wir das denn mal jemand erklären? Wow. Also nicht das Tor selbst, das war eigentlich nur eine Formsache. Aber davor, wie ich da durchgekommen bin, ist mir nicht so ganz klar. Komm. Ah, 2-0 gefällt mir sogar noch ein Stück besser. Aber jetzt heißt es Konzentration hochhalten. Ne? Nicht, dass er einen Anschlusstreffer macht, sondern irgendwann noch selber den dritten machen.
Und dann ist das Ding im Normalfall gelaufen. Das heißt, jetzt relativ sicher spielen und jetzt sowas. Er macht mich wieder fertig. Gut, richtig schön gemacht. Komm, Ronaldo. Komm schon. So, Riesenfehler von ihm. Riesenfehler von ihm. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Irgendwie durchgestochert. Wen juckt's denn? Drei Fehler von ihm und zwar richtig große. Und schon steht's 3:0. So muss das. Ganz genau so kann ich mir das vorstellen. Zwar gut vorstellen. Na, das gefällt mir nicht. Komm weg mit. Gut gemacht. Ronaldo. Kleiner Trick, der nicht funktioniert, aber es ist Halbzeit. Ich werde damit klarkommen. Müssen, dürfen. Ja, 6 Schüsse, 6 aus Tor. 0 drin. So muss das bei ihm. So. Und weiterhin aber Konzentration hochhalten. Wichtig. Ich glaube, da wäre ich noch dran gekommen. Naja, okay. Muss ich wohl mit leben. Mal sehen, ob ich ihn direkt mache. Sind ganz drauf an, wo ich stehe. Ja, ich werde es versuchen. Reingehen wird er wahrscheinlich nicht. Aber wir täuschen das Ganze noch an mit 2 Spielern hier. Die können das Ganze dann auch verteidigen, wenn es schief geht. Und dann ab geht's. Ja, ging echt ab. Das war eine Zumutung. Oh Gott im Himmel. Okay. Einen nah rankommen lassen, den hier. Dann ab geht's. Ganz oben ist alles frei. Zumindest noch. Ist gerade eben gewesen. Das ist gut. Das ist abseits. Lassen wir weiterspielen. Kein Mensch will das sehen. Der kommt weit. Ja. Der muss weg. Und der geht nicht weg. Komm, Marcelo, mal zur Rettung. Abseits. Oh, schon wieder pfeift er das Ganze ab. Ich bin doch schon 1000 Jahre weg. Er geht wieder weit. Wieder habe ich ihn. Komm! Also wirklich, sich den Ball da vorzulegen, anstatt den Pass zu machen, was ich drücke. Frechheit. Okay, da komme ich nicht mehr ran. Lauf mal schon mal runter. Unten dicht machen, sodass er auch hochgeht. Gut so. Oh, jetzt ist hier viel frei. Hier ist super viel frei. Der Torhüter kommt. Der Torhüter kommt. Und ich komme auch. Was macht Bilder? Was macht... Er legt sich den Ball einen Meter vor. Es ist unfassbar. Ich wollte zur Seite ziehen und dann reinmachen. Bale denkt sich, nee, das mache ich nicht. Kannst du knicken. Konnte ich auch knicken. Alter, nee, willst du nicht verarschen? Jetzt machen wir es mit Ronaldo und zwar so. Ist auch nicht drin. Ja, das war immerhin okay. Ich habe geschossen, alles okay. Aber das mit Bale. Himmelsgott. Er macht mich echt fertig. Ich verkaufe ihn, glaube ich. Irgendwer wird ihn schon holen. Oh, sauber, Junge. Den Freistoß. Komm ich mit klar? Zieh ich ihn direkt drauf? Nee. Ist ja dämlich. Geht ja niemals rein. Das hier aber auch nicht. Und so ist der Konter stärker. Ich hätte direkt draufziehen sollen. Oder ihn mir vor die Füße spielen.
Ja, mir war elf. Ja, der elf. Ist dann immer witzig. Da rennt sie mit Ronaldo komplett zurück. Und er kriegt den nicht. Und zwar gar keiner. Und weg mit. Komm. Ja, sehr schön. Oben lang. Er legt sich mal wieder ein Stück vor. Was natürlich eine super Idee ist. Den sehe ich. Aufhalten wird schwierig. Ah, hat geklappt. Auch wenn auf Kosten von Mekball. Komm schon. Oh Mann, da musst du rein. Das war sauber. Und jetzt oben lang. Komm schon, Bale. Torhüter ist unterwegs. Ich wollte ihn schon lupfen. Ich wollte ihn eigentlich lupfen. Bin leider nicht mehr rangekommen. Also das werde ich gewinnen. Das ist sehr, sehr sicher. Falls ich keinen totalen Scheiß baue. Alles gut. Alles sauber. Wunderbar. So, ganz da oben. Versuchen wir es mal ab. Ich hätte einen kurz passen sollen. So. Ganz oben. Ja, PP, stark. Das war schön. Und nach oben. Genauso muss das. Ah, das war nix. Damit kriege ich neuer sicherlich nicht. Komm, Leute. Und zurücklaufen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Eins wird er wohl machen. Na was? Genauso wie ich ihn sehe. Und er wird aufgeben. Der wird doch wohl aufgeben. Und nicht jetzt dreimal auf Pause drücken, oder? Weil wechseln in der 85. Minute, wenn der 3-0 hinten bist, ist nicht mal so intelligent. Tatsächlich, er wechselt. Ha, lustig. Also der muss doch einen an der Klatsche haben. Also denkt, der schafft's noch. Wo soll's näher kommen? Sobald er einen schießt, gehe ich deutlich defensiver rein. Und jetzt gibt er auf. Oh, ja, ist lustig. Naja, gut. Ich nehme die 3 Punkte gerne noch mit. So, wollen wir mal schauen. Aus welcher Liga waren die netten Freunde denn? GEMA, na 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 na. Ich habe keine Ahnung, ob es die GEMA stören wird, wenn da irgendwelche Musik hinten läuft. Also diese Musik zumindest. Boah, bei dem hier läuft's. Und den habe ich jetzt richtig geplättet. Na gut, also... auf jeden Fall gut. Wobei er eigentlich auch noch so eine 500 zu 500 Statistik hat. Das ist... So, ne? So, lala. Wo war der andere? Und das ist ein Liga 2er. Das ist dann trotzdem bessere Statistik. Aber die Frage ist, wo sich die geholt hat, die 317 zu 211. Und jetzt klingelt mein Telefon. Heißt für mich ist auch da die Session jetzt vorbei. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.